Ja, also ich war jetzt da kurz auf den Weg in die Arbeit und wie ich vorbeigegangen bin, habe ich eben oben den Balkon in Flammen stehen sehen und eben auch Böllergeräusche gehört, bis ich dann eben gesehen habe, eben, dass die Lichterkette oben im Brand stand. Da hat dann sofort die Polizei gerufen. Ja, bei der eintreffenden Lage war so, im zweiten Stock war auf dem Balkon Feuerschein sichtbar. Die Trupps haben sich dann aufgeteilt auf beide Seiten, einmal durch Stirnhaus, Innenangriff bzw. Außenangriff über Drehleiter bzw. zur Rettung von den Personen im ersten Obergeschoss. Und im zweiten Obergeschoss wurde ebenfalls von über die Wohnung eine Brandbekämpfung durchgeführt. Vorgefunden haben wir eine Familie im ersten Stock Untergeschoss verraucht. Und im zweiten Obergeschoss wurde ebenfalls von über die Wohnung eine Brandbekämpfung durchgeführt. Im Zuge dessen wurde eine leblose Person gefunden. Ja, die Personen dürften im Gebäude gewesen sein. Ob sie direkt in der Brandwohnung waren, ist leider nicht bekannt. Ja, die Feuerwehr hat uns 4 leicht verletzte Patienten übergeben und bei einer Person konnte nur mehr der Tod in der Wohnung festgestellt werden. Ja, wir dann derzeit jetzt der druckbelüftende Stiegenhaus bzw. auch die brandbestehende Wohnungen. Über die Fenster wird das rausgedrückter Rauch. Dementsprechend wird dann der kriminalpolizeiliche Dienst ihre Arbeit aufnehmen. Und wir halten nun eine Brandsicherheitswache und dementsprechend ist dann der Einsatz für uns erledigt.